Herzlich willkommen in einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es die Top 5 Insider-Tipps aus meiner absoluten Lieblingsstadt, die kanadische Metropole Vancouver. Ich habe selbst knapp anderthalb Jahre in Vancouver gelebt und kann euch definitiv nur ans Herz legen, euch die Stadt auf die Bucketlist zu schreiben. Vancouver vereint nämlich alles, was man braucht. Strände, Berge, ein modernes Zentrum, unfassbar tolle Natur und unfassbar nette Menschen. Jetzt aber genug geschwärmt. Hier kommen meine Top 5 Highlights in und um Vancouver herum. Erstens, nehmt den sogenannten Seabus nach North Vancouver. Hier gibt es den Grouse Mountain, den du per Seilbahn oder per Wanderung erklimmen kannst. Von da oben hast du eine unfassbar tolle Aussicht auf Vancouver. Nur ein paar Minuten mit dem Auto entfernt befindet sich zudem die Capilano Suspension Bridge. Das ist eine Hängebrücke, die sich in knapp 70 Meter Höhe über den Capilano River erstreckt. Die beiden Highlights solltest du auf jeden Fall mitnehmen. Dazu oder darüber hinaus gibt es in North Vancouver aber ganz, ganz viele tolle Wanderwege, wo wirklich der eine schöner als der andere ist. Ein weiteres absolutes Muss ist eine Fahrradtour entlang der Seawall um den Stanley Park herum. Der Stanley Park ist der größte Stadtpark Kanadas und der drittgrößte Nordamerikas. Und hier kommen Fahrradfahrer und Spaziergänger absolut auf ihre Kosten, denn von dort aus hat man, von der Uferpromenade aus, hat man einen wunderbaren Blick auf die Skyline von Vancouver. Ein Ausblick, den man vermutlich gar nicht toppen kann, hat man, wenn man mit dem Wasserflugzeug über Vancouver oder auch Richtung Victoria über die ganzen tausenden Inseln fliegt, die von oben absolut surreal aussehen. Also wirklich wie in einem Film. Und das kann ich euch definitiv nur empfehlen und auf gar keinen Fall die Kamera vergessen. Vierter Tipp. Auch wenn die umliegende Natur natürlich wahnsinnig, wahnsinnig schön ist, kann ich definitiv empfehlen, auch die Stadt einfach mal auf sich wirken zu lassen und durch Gastown oder auch Yaletown zu schlendern und da einfach mal in einer urigen Bar einkehren und ein selbstgebrautes Bier zu trinken. Wenn ihr dann in Vancouver alles erkundet habt, dann kann ich definitiv empfehlen, Richtung Squamish bzw. Whistler über den Sea-to-Sky Highway zu fahren. Das ist einer der schönsten Highways weltweit und ihr müsst euch das so vorstellen, rechts die Steinwand, die wirklich imposanten Steinwände und links das Wasser. Und wenn man da Glück hat und einen guten Tag erwischt, dann kann man da vielleicht sogar den einen oder anderen Wal sehen. Also das solltet ihr definitiv machen. Und ein extra Tipp gibt es obendrauf, wenn ihr in Vancouver seid, dann lasst es euch auf gar keinen Fall nehmen, abends mal am Strand zu sein. English Bay ist wunderbar dafür, da gibt es so schöne Baumstämme, auf die man sich draufsetzen kann und den Sonnenuntergang genießen kann. Also meine schönsten Sonnenuntergänge hatte ich definitiv in Vancouver und so lässt sich auch, glaube ich, ein schöner Wandertag oder Stadttag oder was auch immer wunderbar ausklingen. Das war meine kleine Highlightliste an den Dingen, die ihr in Vancouver auf gar keinen Fall verpassen solltet. Natürlich gibt es noch ganz, ganz viel mehr zu sehen und erleben in dieser wunderbaren Stadt. Aber wenn ihr dazu Fragen habt, speziell zu Vancouver oder auch eben zu Kanada und den USA allgemein, dann zögert keine Sekunde und kontaktiert unsere Reiseexperten hier von America Unlimited. Die Kontaktdaten findest du in der Videobeschreibung. Schreibt uns außerdem sehr gerne Feedback, wie ihr das Video fandet, welche Highlights welcher nordamerikanischen Städte ihr als nächstes sehen wollt. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dann sehen wir uns im nächsten Video.